Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Assassin's Creed Odyssey mit dem Ralf. Und ja, ich musste hier gerade doch noch diesen Pisser töten, weil der mir sonst bei der Anmod auf den Sack gegangen wäre. Aber jetzt sind wir wieder hier zurück und ich bin jetzt weiter an Untersuchen von diesem Kunstwerk. Und noch weitere Hinweise finden. Ich habe ein paar Fragen an dich. Na los, im Moment habe ich Zeit. Ich fand diese Steinsplitter bei den Schmierereien. Erkennst du sie vielleicht? Das, meine Freundin, ist Schmirgel. Er wird von Künstlern auf vielerlei Arten genutzt. In dem Zustand bringt er aber keine Töpferwaren zum Glänzen. Schmirgel? Das Gestein? Gibt es das auf Naxos? Es wird am Wasserfall des Rotsuna abgebaut. Danke. Auf Wiedersehen. Vielleicht kaufst du nächstes Mal etwas. Wenn du meinst... Okay, hier nutzt noch mehr. Was sind hier noch Sachen? Ah, da hat's noch Schmierereien. Eine seltsame Farbe. Ich sollte den Kunsthändler fragen, wo der Künstler sie herhaben könnte. Okay, hier bin ich schon wieder außerhalb. Da ist noch jemand. Klebt ein Haar in der Farbe. Vielleicht vom Pinsel des Künstlers. Ich sollte Angelos fragen. So, jetzt haben wir genug Infos. Ich habe ein paar Fragen an dich. Na los, im Moment habe ich Zeit. Dieses Pigment wird in den Schmierereien benutzt. Hast du es irgendjemandem verkauft? Jetzt wo du es erwähnst. Ein Mann hat sich nach dieser Farbe erkundigt. Nur er? Ja, soweit ich mich erinnere. Ich hatte keine, als er fragte. Er schien ungeduldig und fragte, wer diese Farbe noch verkauft. Ich fand dieses Haar in der Farbe der Schmiererei. Sagt es dir irgendwas? Viele unserer Künstler hier auf Naxos benutzen die Haare wilder Tiere für ihre Pinsel. Von welchem Tier stammt dieses Haar? Es ist zu lang für einen Hirsch. Es heißt, dass einige Wagemutige die Haare der Bären auf dieser Insel nutzen. Verrückt, wenn du mich fragst. Doch Künstler sind ein seltsamer Menschenschlag. Danke. Auf Wiedersehen. Vielleicht kaufst du nächst... Ja, bla. Gucken wir mal schauen. So, ja, aber ich wollte mein Kopfgeld loswerden. Was? Da ist dieser Künstler gefunden. So, hier waren wir noch gar nicht drin. Alpha-Tier. Das ist das Alpha-Tier. Aber den Bären kann ich noch nicht zähmen. Die Punkte habe ich dafür noch nicht. Ah, apropos, habe ich ja noch gar nicht gesagt. Ihr habt es am Anfang ja gesehen. Oh, da ist nochmal ein Bär. Muss wohl doch gegen den kämpfen. Brenn, Baby, brenn, brenn, Baby, brenn. Nachdem ich gegen Kalisto gekämpft habe, bist du nur noch ein Pipifax.
Ein Goldspeer. Et. Wie komme ich zu dem Künstler? Dann einen anderen Weg. Siehst du hier irgendwas, Icarus? Eine Truhe. Ein Lager. Da, den Spalte, den hast du übersehen. Ist das mehr nichts mehr? Da bist du ja. Ich habe nach dir gesucht. Wer ist ich? Phönix schickt mich, um den Künstler zu finden. Dich. Du sollst mich töten. Das liegt an dir. Bitte, Söldnerin. Phönix ist eine gute Anführerin. Sag ihr das. Ich bin nur die Hand, nicht der Kopf. Dann bist du ein feiges Schaf. Du schreibst, woran du selbst nicht glaubst. Ich wusste nicht, wohin das führt. Warum hast du es getan? Es war ein Auftrag von den Soldaten. Sie haben die Macht. Man kann sich ihnen nicht widersetzen. Ich kann. Ich habe nämlich Rückgrat. Söldnerin, ich bin ein armer Künstler. Der Archon versprach mir mehr Geld, als ich mir je erträumt hätte. Und sieh, wo es dich hinführte. Ich höre auf. Versprochen. Kein einziges Wort mehr. Das war ein Fehler. Ein großer. Aber du musst zu deinem Wort stehen. Tu ich, Söldnerin, das tue ich. Hier, mein Auftrag. Sieh ihn dir selbst an. Wir sind hier fertig. Du hörst nie wieder von mir. Okay, damit ist diese Quest auch erledigt. Dann gucken wir mal weiter mit der Hauptquest. Und treffen unsere Mutter. Wenn sie hier ist. Aber das werden wir gleich sehen. Da bin ich echt gespannt. La 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 la
ich die Augen schließe, sehe ich dich noch immer fallen. Ich dachte, du wärst tot. Alexios lebt noch. Er ist bei Ihnen, oder? Das ging mir zwar ein bisschen zu schnell. Er begann ein ganz neues Leben. Kannst du das verstehen? Und jetzt erfahre ich, dass du lebst. Dass ihr beide lebt. Dich gefunden. Dein Bruder. Wir müssen ihn zurückholen. Dafür ist es zu spät. Ich habe euch einmal im Stich gelassen. Das reicht. Was hast Wie hast du? Ich habe eine Menge Fragen. Die haben wir beide. Aber frag. Ich antworte so gut ich kann. Erzähl mir von meinem wahren Vater. Wieso weißt du von ihm? Er sagte es mir. Nikolaos? Du warst bei ihm? In Megaris, ja. Nikolaos war dein Vater. Er hat dich aufgezogen. Bis ihm sein Dienst für Sparta wichtiger war. Es gab einen anderen. Was kannst du mir über ihn sagen? Ich hatte gehofft, du müsstest die Wahrheit nie erfahren, doch es gibt Dinge, die du wissen musst, wenn wir den Kult stoppen wollen. Was meinst du? Er erwählte mich lange vor deinem Vater, Nikolaos. Ich habe lange nichts mehr von ihm gehört. Was ist los? Soldaten von Paros haben in der Bucht angelegt. Nur wenige. Vielleicht ein Dutzend. Malaka. Timo, sammle die Truppen. Deine Fragen müssen warten, Kind. Ich möchte helfen. Kannst du mit diesen Waffen umgehen? Besser als damals, mit Sicherheit. Gut, komm. Wer greift da an? Paros, jenseits der Bucht. Es scheint, Silanos hat nun doch genug davon, den Marmorhandel zu teilen. Warum jetzt? Wir hatten immer Probleme mit Paros. Ich habe einen Angriff erwartet, nur nicht so bald. Dann ist es zu spät für Verhandlungen. Verbündete vergessen schnell ihre treue Schwüre, wenn sich eine Gelegenheit gibt. Oh, oh, oh. Ella. Jetzt warte doch. Obos ist nicht so schnell. Arbeitest du mit Sparta zusammen nach allem, was passiert ist? Paros hat sich mit den Athenern verbündet. Sie ließen mir kaum eine Wahl. Du brauchtest Hilfe. Eine Rivalität mit Paros ist das eine, doch sie machten einen Krieg daraus. Ihre Partnerschaft mit Athen war mehr als Nachbars schultern konnte. Wo? Wieder? Ach, Pipifax. Tag auf die Fresse. Nix da bitte.
So. Geh nicht hoch. Und jetzt ist das Sperrbeton repariert. Was soll das? Oder es bestand geschmiedet. Immer eine Rivalität zwischen den Inseln. Schließlich herrschte Naxos einst über Paros und Andros. Und sie beneiden uns um unsere Handwerker. Und jetzt? Sie glauben, sie hätten ein Recht auf Expansion. Ihr Oligarch will ihre Flügel ausbreiten. Aber wir stützen sie ihnen, bevor es dazu kommt. Die wissen nicht, mit wem sie sich anlegen. Du erinnerst mich an Nikolaos. Du kämpfst genau wie er. Gnadenlos und gerissen. Er wäre stolz. Das Leben lehrte mich anderes. Wenn jemand deinen Kopf will, musst du lernen, deinen Hals zu retten. Ich weiß genau, was du meinst. Was passierte in der Argolis nach jener Nacht? Ich fand deinen Bruder und brachte ihn zu dem Arztgehilfen Hippokrates. Ich hielt dich für tot. Ich wollte euch nicht beide verlieren. Ich sprach erst kürzlich mit ihm. Diese Nacht verfolgt ihn immer noch. Es brach mir das Herz, als mir die Heiler des Asklepios von Alexios Tod erzählten. Ihr beide wart meine ganze Welt. Er hat überlebt. Sie haben gelogen. Sie haben wohl erkannt, dass er besonders war und haben ihn dem Kult übergeben. Haben wir Hoffnung oder haben wir keine Hoffnung? Wir retten ihn vor dem Kult, Martha. Wir holen ihn zurück. Der Kult ist hinterhältig. Was sie einmal haben, lassen sie nicht los. Ich fürchte, es ist zu spät für ihn. Dich habe ich doch auch gefunden. Ich weiß, wir können ihn retten. Gemeinsam. Ich verstehe nicht, was der Kult von unserer Familie will. Es gibt viele Gründe, Kind. Was haben wir ihnen je getan? Jetzt lautet die Frage wohl eher, was wir ihnen antun werden. Sie fürchten uns. Deine Vorfahren sind ihnen seit Generationen ein Dorn im Auge. Sie haben beschlossen, dass wir sterben müssen, damit sie ihre Pläne umsetzen können. Wenn sie unsere Familie fürchten, dann werden wir ihnen zeigen, wie recht sie damit haben. Viele wollten sie aufhalten und scheiterten. Wir sind nicht wie die. Wo andere gescheitert sind, werden wir siegen. Ich weiß, du hast Sparta verlassen. Aber wie kamst du auf diese Insel? Ich konnte bei Nikolaos nicht bleiben nach all dem. Ich musste raus aus Sparta. Wieso hierher? Ich sah die Möglichkeit, Menschen zu helfen, etwas zu erschaffen. Ich wurde zur Herrscherin ernannt und beschütze diese Insel vor jenen, die ihr schaden wollen. Wirklich Unglaubliches erreicht. Naxos kann sich glücklich schätzen, dich als Herrscherin zu haben. Der Weg war nicht ohne Hindernis. Ich bin stolz auf das Erreichte. Schade, dass es nicht mehr Anführer wie dich gibt. Führen wir das Gespräch woanders fort, ohne den Geruch des Todes in der Luft. Reite mit mir. Komm schon, komm. Soll ich meinen Fokus, aber ich habe mir diesen Gaul. Diese Insel ist wunderschön. Oh ja. Sparta ist nicht im Vergleich zu Fremden. What? Zum Fick? Du hast gerade Todesurteil unterschrieben. Alter, warum wollt ihr die nicht angesehen? Sparta. Ich erinnere mich nur an den Fuß des Taygetos-Gebirges. Als ich dich nach deiner Geburt zur Pythia brachte.
sagte sie nichts von solch einem Unheil. Sie sagte, du hättest Großes vor dir. Die Pythia kann nicht alles vorhersehen. Paros muss gestoppt werden. Paros muss gestoppt werden. Ja, bisschen pferdelos und ich kann nicht schneller laufen und sie läuft nicht schneller. Scheiße. Ihr Pisser, müsst ihr gerade hier spawnen. Ja, jetzt darf ich wieder rennen. Los, jetzt her! Deine Kommandantin hat mit dem Alarm schnell gehandelt. Timo weiß, wie gefährlich Paros ist. Sie machen keinen Hehl daraus. Wer Soldaten schickt, sendet eine klare Botschaft. Es gibt kein Abkommen? Früher vielleicht, doch es ist lange her. Jetzt besteht kein Zweifel mehr daran, dass Paros der Feind ist. Ein Feind, den ich mit dir besiegen könnte. Darüber sprechen wir später. Aber ich denke, du hast recht. Vor allem, falls der ein Mitglied des Kosmos ist, dann ist er sowieso auf meiner Abschussliste. Der Tempel nimmt Gestalt an, Evandros. Er wird allerdings eine Ruine bleiben, wenn wir nicht bald weitere Spenden erhalten. Doch das Geld fließt ins Militär. Es muss sein, wenn wir nicht wollen, dass der Feind den Tempel zerstört. Aber ich sehe, was ich tun kann. Es ist eine gute Tat, den Bau zu vollenden. Lykdamis war ein großer Mann, dem Ehre gebührt. An seinen Kampf gegen Korruption und Oligarchie sollte man sich stets erinnern. Wir müssen den Tempel fertigstellen. Hab Dank, Felix. Was für ein seltsamer Tag das war. Aber ein guter. Ich hatte sicher schlimmere. Ich auch. Du bist eine bemerkenswerte Frau geworden. Doch ich erkenne die Bürde auf deinen Schultern. Dich zu finden hat sie mir leichter gemacht, glaube ich. Ich bin froh. Doch wieso führen uns die Götter jetzt zusammen? Vielleicht dachten sie, es wäre an der Zeit, dass unsere Familie wieder vereint wird. Wenn wir eine Familie sein wollen, müssen wir Alexios finden und ihn vor dem Kult retten. Sie sind der Ursprung all unserer Qualen. Und sie werden noch viel mehr Schmerz verursachen, wenn wir untätig bleiben. Ich ließ dieses Leben hinter mir, als ich Sparta verließ. Meine Sorge gilt jetzt allein Naxos. Lass mich dir helfen. Wir verteidigen Naxos und jagen dann den Kult gemeinsam. Mirine, das Symposium beginnt in Kürze. Bei den Göttern. Es tut mir leid, Liebes. Ich vergaß. Sattle die Pferde. Ich bin bald zurück. Das Symposium? Ich muss den Menschen zeigen, wie stark ihre Anführerin ist. Manchmal müssen wir der Welt ein Gesicht der Stärke zeigen, selbst wenn unter der Maske das Chaos tobt. Ich helfe dir gegen den Kult, doch bevor ich Naxos verlassen kann, muss ich wissen, dass es ohne mich überlebt. Wie kann ich helfen? Paros muss erledigt werden. Wir müssen ihre Position schwächen. Sind sie verwundbar, treffen sie leichtsinnige Entscheidungen und wir schlagen zu. Und wie lautet dein Plan? Wir müssen Paros Flotte zum Gefecht zwingen und sie zerstören. Doch mein Flottenführer Aeneas wird vermisst. Er ist zu Friedensgesprächen nach Paros gesegelt und sein Schiff kam nie zurück. Keine Sorge, ich finde ihn. Falls nötig, findest du mich beim Symposion. Aber sei weniger bedrohlich, wenn du mich dort besuchst. Bedrohlich wär ich? Nee. Mehrere Quests. Mal das.
Hin und her, hin und her, hin und hin und hinter. Oh, ich sehe gerade auf die Uhr und bemerke, dass es so langsam Zeit ist, die Folge zu beenden. Aber zuerst lassen wir Ikarus noch suchen. Such, such, such. Und wo? Hui. Phobos? Vamos, vamos, Phobos. Tja. Wäre ich denn Richtung dahin reite, wo es mich die Quest führt, sage ich danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, like und subscribe und die Welt verteilen. Und wenn ihr es noch nicht zunächst getan habt, die Notation Bell aktivieren, damit YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Sollte YouTube euch dann doch nicht benachrichtigen, wenn wie wo was bei uns abgeht, habt ihr noch den Twitter-Account vom Dennis, dem ihr einen Follower reindrücken könnt und dort auf alle Feeds-Anzeigen einstellen solltet, denn Twitter und YouTube sind verknüpft und wenn ihr bei YouTube einen Blödsinn machen würdet, Twitter euch raus. Und mit diesem wunderschönen Blick hier, den Sonnenstrahlen durch den Bäumen, verlasse ich euch und sage tschüss.